Wie oft täglich Ashwagandha nehmen? Was häkelst du von Testosteron? Was hältst du von Progesteron? Welches Proteinpulver ist das Beste? Und welche Booster für welche Situation oder reicht einer als Allrounder? Ich krieg so die Krise, wenn ich diese lese. Wenn ich bei Instagram eine Fragerunde stelle und so eine Scheiße da nur noch hingeklatscht kriege, von verwirrten Kiddies, die einfach sich die Frage stellen, wann, wie, wo, wie oft sie irgendeine Pille schlucken müssen. Früher, ganz ehrlich, wo ich ein Kind war, hatten meine Großeltern so eine Pillenbox. Ja, dann haben sie irgendwelche Nahrungsergänzungen geschluckt, weil sie krank waren oder sich nicht mehr bewegen konnten. Wenn ich mir die Profile hinter diesen Fragen angucke, dann sind das 16-, 17-jährige Jungs und Mädels, die gesund sind, die Sport machen, die ihr Immunsystem ankurbeln können, tagtäglich. Und die ernähren sich wie 70-Jährige von Ersatzshakes, wie irgendwelche Rentner. Also, ich krieg da richtig einen Kopf. Was ist denn los mit den Leuten? Das zeigt genau, wie erfolgreich die Supplement-Industrie die letzte Zeit war oder die letzten Jahre, um den Kiddies so eine Kacke, so eine Grütze ins Gehirn zu scheißen. Das ist genau das Ding. Die Supplement-Industrie verfolgt eigentlich ein Ziel. Sie wollen Supplements über deinen Tag verteilen, an jede scheiß Alltagssituation knüpfen. Das heißt, am besten morgens zur Morning-Routine nimmst du dein Rice-Meal. Dann vorm Training ein Pump-Booster. Nimm aber vielleicht noch einen Koffein-Booster, ist ja besser. Nach dem Training ein Post-Workout-Shake mit Protein, mit schnellen Kohlenhydraten. Was haben wir da? Maltodextrin oder was auch immer. Ich weiß gerade die ganzen Namen nicht, die klingen mal so gut, aber am Ende ist immer das Gleiche drin. Dann vor dem Schlafengehen braucht man Melatonin, weil sonst kriegst du ja dein Schlafproblem und dein Stress nicht in den Griff, anstatt irgendwie mal deinen Alltag zu regeln und besser zu organisieren. Ashwagandha hilft natürlich auch noch, um Stress zu regulieren, musst du auch noch nehmen. Und dann haust du dir die ganze Palette in die Birne und dann hast du das Gefühl, du bist irgendwann so geil wie dein Lieblingsvorbild, ein Influencer, der komplett ein Fake-Bild darstellt, was du aber nicht checkst. So, das ist eigentlich zusammengefasst das Problem, was heutzutage existiert. Und manchmal denke ich mir, ihr habt alle sowas von verdient, wenn ihr zu dumm seid zum Denken. Ich krieg unter meinen Kommentaren, unter meinen Videos, bin ich auch schon zu dumm, unter meinen Videos Kommentare, wo die Leute dann schreiben, naja, aber der Influencer sagt das und der sagt das, alle sagen was anderes, wem soll ich jetzt glauben? Ich so, wer hat dir das Recht abgesprochen, selber zu recherchieren? Früher hat man mal ins Buch geguckt oder zumindest noch gegoogelt, aber selbst googeln schaffen die Leute ja nicht mal im Zeitalter von KI. Da, wenn ChatGPT was Falsches ausspuckt, dann weiß ich auch nicht, ich krieg die Krise. Ich verliere richtig, wirklich richtig so den Glauben an der Menschheit. Was ist denn los? Da sind aufgestopfte Fitnessmodels, die den ganzen Tag trainieren, jede Kalorie abwiegen, sich 3 Stunden in das richtige Licht bewegen. Habe ich das mal gerade aufgepasst? Ich weiß es nicht. Und dann knüpfen sie an jede Alltagssituation die Supplements, ballern sich aber Steroide in die Birne, wieso sie so krass aussehen. Und ihr denkt, das kommt vom Ashwagandha, weil das Ashwagandha das Testosteron erhöht hat? Oder ihr denkt, das kommt von dem Proteinpulver oder von dem Booster, weil er damit härter trainieren kann als andere? Glaubt mir, wisst ihr, wie viele Leute da draußen hart trainieren, aber die sehen alle nicht so aus, weil sie sich nichts ballern? Aber ihr checkt das nicht? Mir geht diese ganze Kacke auf die Eier. Da fallen regelmäßig Profi-Bodybuilder tot um. Unter 40 schon. Ja, das lag an der Corona-Impfung. Das kann ja überhaupt nicht mit Steroiden zusammenhängen. Nee, wieso auch? So ein Blödsinn. Was ist denn los mit der Menschheit? Seid ihr alle... Sorry für meine Ausdrücke, aber ich muss das mal hier loswerden. Ich krieg richtig einen Rappel. Und ich krieg richtig die Krise. Ich mache das, wie gesagt, seit 12 Jahren. Früher hat man sich Gedanken gemacht um Kreatin. Nimmt man das? Ist das was Gefährliches? Okay, man weiß, man kann das nehmen. Man hat es dann irgendwann gemacht. Man hat Proteinpulver genommen. Damals hat man auch noch nicht Supplements gesagt. Damals hat man Nahrungsergänzung gesagt. Ich glaube, das ist auch ein Problem, weil Supplements ist ja Englisch. Das können die meisten nicht mehr übersetzen heutzutage. Wenn man aber das Wort Nahrungsergänzung hört, dann könnte man daraus schließen, was das bedeutet, dass man vielleicht seine Ernährung damit ergänzen sollte und nicht ersetzen sollte. Heute ist es mehr Nahrungsersatz und nicht Nahrungsergänzung. Ich gehe in den Supermarkt und sehe Trinkmahlzeiten. Digga, wofür hast du Zähne? Was ist los? Leute, ich musste das einfach mal rauslassen, weil ich mich einfach so verdammt nochmal aufrege. Mann, vielleicht bin ich hier fehl am Platz. Ich sollte Bäcker werden oder sowas.